Hi, werte Zuschauer! Tautonix hat mir wieder etwas zum Testen zugeschickt. Und zwar eine interessante Tischleuchte mit Dimmfunktion und Farbtemperaturanpassung. Ja, und zwar nennt sich das Ganze hier LED Desk Lamp. Dimmable Touch, Eye Protection. Das sind hier die Schlagworte. Und hier haben wir ja schon mal eine kleine Skizze, wie die Lampe so aussieht. So, da haben wir auch noch mal hier die Angaben der Energieklasse. Ist natürlich eine LED-Lampe, dementsprechend auch recht sparsam, klar. Und na gut, viel mehr steht hier jetzt nicht auf dem Karton, aber schauen wir jetzt erstmal rein. Und die ist auch hier gut verpackt. Das Interessante ist, dass wir hier ein Netzteil beiliegend haben mit 10 Volt und 1,2 Ampere. Also das sind dann hier 12 Watt. Und normalerweise kenne ich das so, dass normalerweise, also in der Regel dann 9 Volt, 5 Volt oder 12 Volt, 24 Volt Netzteile dabei sind. Jetzt haben wir hier ein 10 Volt Netzteil. Das bekommt man dann auch nicht so häufig dann. Ja, ist schon was Spezielleres. Auch ganz nett ist dieses Putztuch hier. Okay. Und dann haben wir hier die Lampe an sich gut gepolstert und gut verpackt. Gut, dann haben wir hier auch noch mal ein kleines Kärtchen, wo man sich dann offenbar genau über die Garantie und so weiter informieren kann. Und auch noch eine Anleitung legt Tautronics bei, wo dann auch noch ein bisschen mehr zur Lampe drin steht. Zeige ich euch gleich. Ich lege den Karton mal eben hier auf den Boden. Und dann haben wir hier die Lampe an sich. Und die hat auch ein nettes Zusatz-Extra. Zeige ich euch gleich. So, dann können wir auch gleich noch mal schauen, wie die Abmessungen so sind der Lampe. Gut, ich habe jetzt hier einen Zollstock besorgt und dann messen wir ganz einfach mal die Höhe hier der Lampe vom Fuß bis hierhin. Und das sind dann ja, so 37,5 Zentimeter. Na gut, jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Achso, und dann könnte ich ja auch noch mal hier die Länge hier messen von dort. Sind das dann andersrum drehen? 31,5 Zentimeter, so ganz grob gesagt. So, ihr könnt die Lampe übrigens hier auch noch um 180 Grad drehen. Und hier, das kann ich euch gleich auch noch mal in Aktion zeigen, haben wir dann auch noch mal so eine Streuoptik quasi verbaut für diffuses Licht. Und jetzt komme ich dann zu dem Extra, was ich schon kurz angesprochen hatte. Diese Lampe verfügt auch noch über einen USB-Port, was, naja, vielleicht ganz nett sein kann, um dort das Smartphone aufzuladen. Jedoch verschweigt Tautronics, auch in der Anleitung steht hierzu nichts, ja, wie viel man aus dem USB-Port rausziehen kann. Vermutlich werden das wohl nur so 1 Ampere sein. Wir können ja nochmal auf die technischen Daten hier zu sprechen kommen. Das dürfte man bestimmt auch noch in deutscher Sprache hier vorfinden. Und zwar hier auch nochmal die Modellbezeichnung TTDL 1.3, nee, 13. Und das Ganze eben versorgt durch ein 10 Volt 1,2 Ampere Netzteil, also 12 Watt. Lichtstärke wird hier angegeben mit 410 Lumen, ist ja schon ziemlich hell, ne? Und wir können die Farbtemperatur anpassen von 2700, also warmweiß, bis hin zu 6000 Kelvin, also kaltweiß. Und das Ganze ist hier angegeben mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und mit einem Nettogewicht von 835 Gramm. So, die Bedienung kann ich euch gleich auch noch mal kurz demonstrieren. Ja, ich würde mal sagen, naja, das wäre nämlich jetzt schon der Fall. Ja, hier schließt man dann das mitgelieferte Netzteil an. Und hier auch noch mal kurz gezeigt, der untere Informationssticker. Und zwar, um die Lampe einzuschalten, müsst ihr hier auf den Einschaltknopf drücken. So, dann geht die Lampe an. Und
Dimmen könnt ihr die Lampe, indem ihr hier über diese Punkte mit dem Finger streicht. Das funktioniert soweit ganz gut. Und die Farbtemperatur könnt ihr über diesen Button hier anpassen. In vordefinierten Stufen. Das müssten, glaube ich, so 5 Stufen sein. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, in 5 verschiedenen Stufen könnt ihr dann die Farbtemperatur anpassen. Wenn ihr hier drauf drückt, passiert nichts. Das ist nur eben hier das Logo von Tautronics. Okay, und um die Lampe jetzt auszuschalten, müsst ihr etwas länger auf den Einschalter drücken. Also da dürft ihr nicht verzweifeln. Ein bisschen länger eben den Einschaltknopf betätigen und das passt dann schon. Also meiner Meinung nach brauche ich jetzt diese kapazitiven Tasten nicht unbedingt. Also für mich hätten jetzt auch mechanische Tasten vollkommen ausgereicht. Und für die Helligkeit ein Drehregler mit einem hintergeschalteten Potentiometer oder eben mechanische Plus-Minus-Tasten. Das wäre auch vollkommen ausreichend gewesen, aber ja gut. Die wollen natürlich dann auch ein zukunftsweisendes Produkt auf den Markt bringen. Ja, gut, ich bin halt noch so ein bisschen analoger aufgestellt, ausgerichtet, ne, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Ja, das Netzteil wird nun mit einer elektronischen Last belastet und dieses Kabel dient dann zur Stromversorgung der elektronischen Last und dieses Kabel ist dann für das zu belastende Netzteil zuständig. Dieses Multimeter zeigt euch dann die tatsächlich anliegende Spannung vom Netzteil der Tischlampe an und hier kann man dann auch noch den Strom sehen, der eingestellt ist und dann hier auch die Spannung ablesen oder dort. Aber ich denke mal, das ist ja ein bisschen besser abzulesen. So, das Ganze lässt sich auf minimal 200 mA einstellen. Das Netzteil darf mit maximal 1 Ampere belastet werden. Und jetzt ist die elektronische Last eingeschaltet. So, und dann kann ich den Strom auch mal raufdrehen. So, wir sind bei 1 Ampere, die Spannung immer noch 10,24 Volt. Und bei 1,2 Ampere haben wir immer noch 10,19 Volt. Und wenn ich die Spannung wegnehme, die Belastung wegnehme, dann erhöht sich die Spannung auf 10,48 Volt. So muss das sein. Nun zum USB-Port. Für den USB-Port der Lampe habe ich ebenfalls spezielle Messgeräte. Ich habe den USB-Port jetzt mal mit einer 0,5 Meter langen USB 3.0 Verlängerung verlängert. Und man muss natürlich auch darauf achten, dass die USB-Kabel durchaus auch minderwertig sein können. Also das, was eben hier das Messgerät anzeigt, auch durch das Kabel durchaus beeinflusst werden kann. Aber das habe ich im Vorfeld schon durchgemessen. Hier das Kabel, das ist in Ordnung. Und wenn wir uns dann hier mal die Leerlaufspannung aus dem USB-Port anschauen, dann beträgt diese 5,07 Volt. So, und wenn ich dann jetzt hier die elektronische Last mal dazu stecke, einschalte und dann den Strom erhöhe, okay, dann haben wir jetzt hier 1 Ampere eingestellt, haben wir immer noch 5 Volt aus dem USB-Port kommend. Oh, da geht's dann aber schon aus. Also 1 Ampere mehr scheint nicht drin zu sein mit dem USB-Port. Ne, also 1 Ampere maximal. Dann greift ein Überspannungsschutz. Alles klar.